Und da sind wir wieder big. Ich hoffe, dass jetzt alles gescheit geht. Das hat mich echt ultra abgefuckt. Es ist immer noch der gleiche Tag. Ich habe vorhin ja noch kurz ein bisschen rumgefuhrwerkt und geguckt, was man noch so machen könnte. Und habe jetzt halt einfach über Steam mal diese Game-Files auf Integrität überprüft oder wie es sich nennt. So. Guck mal da unten. Wurden jetzt die Supermutanten alle gekillt, hä? What the fuck, Frau? Hast du alle umgebracht? Entschuldigung? In Kürze kommt mehr rein. Keine Sorge. Was kommt in Kürze mehr rein? Mehr tote Mutanten? Hä? Ich weiß nicht, das war, in der letzten Aufnahme war das dabei, ne? Ja. Ich habe hier ganz viele, hier waren ganz viele Mutanten. Da hinten sind welche. Hä? Was machen die denn? Oh shit. Auf mich schießen, das machen sie. Fuck! Ich wollte eigentlich einen Nate schmeißen. Oh fuck! Die schmeißen auch mit Nates! What the fuck? Okay, ja, mein Kopf ist verkrüppelt. Ich muss mich ganz kurz heilen. Noch eine Nate. Mich doch am Arsch! Scheiße. Naja, zumindest scheint es jetzt stabil zu laufen. Das ist jetzt ja, immerhin schon eine Minute vergangen. Es war echt voll merkwürdig, dass es so oft ausging vorhin. Keine Ahnung, was da los ist. Natürlich habe ich mich weiter informiert und es gibt wohl scheinbar auch einfach Aufgaben, die verbuggt sind. Es gab wohl früher eine Quest. Da ist es grundsätzlich das Spiel dann irgendwann abgestürzt, nachdem man diese Quest erledigt hatte. Und das muss dann auch erst bei hier behoben werden. Aber das wurde schon behoben. Okay, jetzt ist sie hier. Die Kelly kann bestimmt nicht sterben, oder? Sei ehrlich, Kelly. Kannst du sterben? Kelly, let me help. Ich hab nicht nachgeladen. Alter, das ist ein Nate. Ich weiß auch nicht, was der sich dabei denkt, dass er sich einfach an die Nate einstellt. Oh shit, irgendwie sind die sehr anfällig. Die Pim. Hey, Bitch. Au. Was ist mit dem Mann los, Mann? Keiner macht was. Leute. Hallo? Siedler. Vielen Dank. Ah, warte. Das sind doch die von... Sind es die von oben? Hey, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe echt tolles Kuhfleisch zu verkaufen. Okay. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Was, man kann Brahmin kaufen? Wofür brauche ich denn ein Brahmin? Wofür braucht man denn ein... Oh, meinst du das ernst? Tja, mhm. Was immer du willst. Manche nutzen sie landwirtschaftlich. Erhöhen die Produktivität ganz schön. Habe ich zumindest gehört. Hä, man kann... Gehört dieses Brahmin wirklich dir? Glaubst du, das ist gestohlen? Oder was? Oh, ja, das gehört shit. Mir. Natürlich gehört es mir. Und es könnte dir gehören. Zu einem vernünftigen Preis. Man kann... Ich werde gerade im Kopf nicht klar. Man kann Brahmin kaufen. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich kaufe ihn jetzt einfach. Wir sind doch reich, oder? Hoffe ja, ich. Ich hoffe, ich nehme es. Oh, sehr gut. Sag mir, wohin ich es schicken soll. Dann gehört es dir. Ja, nach... Wir machen es mal nach Sanctuary. Hey. Schön, mit dir Geschäfte zu machen, Mann. Wir sehen uns bestimmt noch. Hä? Gib mir ein paar Tage. Voll merkwürdig. Ich habe das habe ich noch nie gehört, dass man Brahmins sammeln kann. So, unser Cash. Wir haben schon über 1000. Wir haben schon über 1000 Bubble Dollar. Ja, hier sind nämlich Bubble Dollar drin. Das weiß ich zufällig genau. Ich speichere mal, falls es trotzdem abnippelt. Aber ich will jetzt hier auch nicht den Code beschwören. Ganz am Schluss, gerade eben kurz bevor ich die Aufnahme dann wieder gestartet habe, beziehungsweise bevor ich das Spiel gestartet habe, stand auf einmal wieder da, Fallout erkennt deine Grafikkarte und macht alles selbstständig. Also ich drücke auf OK, also die Nachricht kommt von Fallout selbst und dann steht da, alles auf Ultra gestellt, läuft bei dir. Und jetzt scheint das echt zu laufen. Aber ich habe nichts umgestellt. Also, davor. Ich wüsste nicht, warum es dann, ich kann mir nicht erklären, warum es vorher nicht lief. Ich habe nichts umgestellt. Aber naja, jetzt habe ich halt trotzdem noch dieses leicht eklige Gefühl, das kennt ihr ja, ne? Wenn man einen Fehler hatte, man wartet jetzt drauf, dass es passiert. So, pass mal auf, Siedler? Das ist doch der Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Nee, doch. Nee, halt, das bin ich ja. Ich habe ja gerade gelabert. Hallo? Das ist der. Na klar. Na, er steht so da. Na klar! Danke für deine Kronkorken. Kann ich verkaufen? Ich habe ja getauscht. Kelly, kann ich dir was verkaufen? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Schieß los. Ach, tauschen. Das ist einfach nichts Halbes, nichts Ganzes mit euch. Ich leg mich kurz hier ins Netz. Nee, wisst ihr was? Ich gehe in euer Bett. Aha, du. Ich bin so ein dreister Bock. Aber ich habe dir auch gerettet, immerhin. Ich habe ja irgendwas für dir gemacht.
Die Raider und sowas, wisst ihr noch? Ja, ja. So, wir schlafen hier mal auf dem Mattress. So sieht es nämlich aus. Und wisst ihr, was wir noch machen? Wir heben mal den Scheiß hier auf. So sieht's hier total eklig aus. Ihr müsst mal auf... Gott, was ist denn hier los? Der hier braucht doch kein Licht. Nachts ist es dunkel und tagsüber ist es hell. Das ist halt einfach so. Ein Grill braucht ihr... Ihr habt Steine hier rumliegen. Seid ihr wahnsinnig? Die kann man noch essen. Na, da kann man schön bauen dann. Das passt. Okay, hier ist alles soweit durch. Was ist denn das da hinten? Ist das noch bei uns im Bereich? Nee, bestimmt nicht. Look at this kicks rank. I can shit on this. Nice. Gut. Dann sind wir soweit hier durch, oder? Ja. Okay, ich hab Bock auf ein bisschen erkunden. Noch einmal kurz gescheit speichern. Und dann gehen wir weiter. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, dass die letzte Folge so kurz war und halt auch diesen Blackscreen mittendrin hatte. Und am Ende. Aber das, ja. Es ist halt genauso schwierig, weil ich alles am Stück mache. Da, ja. Da müsste ich das ja auch dann rumschnibbeln und hin und her. Und ihr sollt ja wirklich alles zu 100% mitbekommen. Auch diese Fails, die geschehen. Kevin, da ist ein Ausdruck für dich, Kevin. Machen wir gleich. Machen wir gleich, Kevin. Komme ich auch wieder raus? Ja, hoffentlich, ne? Gibt es eigentlich noch Stellen, wo man irgendwie stecken bleiben kann? Das ist ja bitter. So wie es früher einfach der Fall, also bei manchen Spielen der Fall war. Du spielst und bist irgendwann an einem Punkt, wo du nicht mehr rauskommst und weißt genau, entweder, ja, deinstallierst du das Spiel, neu installierst neu oder man konnte damals auch nicht laden, müsst ihr wissen. Ja, früher hat man nicht speichern können bei solchen Spielen. Nee, nee. Und da warst du halt gefickt, ganz klar. Ah, Käbelchen. Kevin, ich brauch Backup. Kiev, I need fucking Backup right now. Ist das Haubitzen da? Nee. Ah, da ist es ja. Machen wir. Ich mach's wieder mit dem First Try. Lass mich kurz überlegen. Ja, es ist natürlich closest. Ah! Schade. Closest. Okay. Ja, wir brauchen ein Zweier-Ding. Eine Zweier-Übereinstimmung, ihr wisst schon. Bin ich blind? Hier haben wir... Hä? Achso. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen blind, oder? Ist hier echt... Also ich sehe immer nur maximal eine Übereinstimmung, so wie hier. Gar keine! Ach so. Gott, bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich dachte, ich... alles gut. Mein Fehler. Okay. Animals. Null Treffer. Okay. Plastik. Ja. Ja, Gott, ich hab's halt einfach drauf. Sicherheitstürsteuerung. Öffnen. Ja. Gut. Kevin, zieh schon mal deinen Anzug an. Ich hol dich dann ab. Wo ist der eigentlich schon wieder hin? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein guter mit... Ihr habt alle gemeint, er ist süß und so. Klar, ich weiß. Ich finde ihn auch süß und so. Aber, Kevin... Ich meine, er kann natürlich auch irgendwann krasse Sachen. So ist es nicht. Also, wie man hier scheinbar nicht mehr sehen kann. Kann er... Ich glaube, wir können ihm voll die üblen Geschichten beibringen. Zum Bleistift. Ich glaube, hier oben bei dem Ding ist schon was da. Zieh mit deiner... Nee. Oder ist es an sich generell für alle Begleiter? Ist er jetzt nicht zwingend ein Hund mit... Doch, da. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance im Wetz erhältst. Okay. Mir scheint es so, als könnte er das jetzt schon fast machen. Manchmal ist er echt am Abgehen. Hier müssen wir auch noch überlegen, in welche Richtung wir gehen. Also natürlich ist es sinnvoll, Schlossknacken weiter zu skillen. Zu 100%, klar. Und Terminals hacken mache ich auch noch eins hoch. Wir haben dann noch zwei. Die zwei Sachen sind eigentlich elementar. Ich mache dann auch gerne bei Charisma noch ein bisschen was hoch. Entweder Charisma insgesamt oder eben hier, dass die Überredungsdinger besser... Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Ach, das können wir erst, wenn wir das hier haben. Okay. Ich mache Charisma noch eins hoch, weil das ist immer sinnvoll in Gesprächen und sowas, wenn wir einfach da die Leute praktisch mit unserem Charme bestechen können. Wir haben ja schon festgestellt bei der... Hä? Bei der Trudy?
Bei der Trudy, dass man da, dass es da nicht schlecht ist, wenn man ein Tier ist, was das angeht. Ich wäre mal wieder gerne ein Movement-Gott. Bin ich zu behindert, um da oben drauf zu kommen? Kevin! Mach mal Räuberleiter! Ah, da ist sogar ein Fusionskern drin. Oh, nice. Ich nehme mal das Ding. Übrigens, wir haben über die Fusionskerngeschichte gesprochen. Ich gucke, dass ich hier unten ein Video einblende. Da wird tatsächlich berechnet, wie das mit den Fusionskernen ist, warum die nur so kurz halten und so weiter und so fort. Und dass sich da Bethesda wirklich sehr viel Gedanken sogar gemacht hat mit den Fusionskernen an sich. Und jetzt nicht nur dieser einfache Fakt, dass die ja schon alt sind und natürlich dann recht schnell leer gehen in so einem Anzug, der wahrscheinlich viel verbraucht. Sondern es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Ich hoffe, dass ich das hier verlinke und nicht vergesse. Lunchboxen zugefügt. Gummi-Kevin. Follow me, Kevin. There is water, Kevin. Kevin! Okay, was für eine Wumme habe ich gerade? Die Pimp. Wo ist hier meine Munition? Ah, da zwei. Okay. Dann gar nicht mal so viel. Ich gehe auf unsere andere Wumme. Das ist keine Wumme. Das ist auch nicht die Wumme, die ich will. Oh Gott. Oh Gott, habe ich die nicht mehr hier drin? Scheiße, Leute, was habe ich getan? Nee, das ist zu low. Wartet kurz. Das Impro-Gewehr. Hier die. Nee. Ah ja, das Jagdgewehr, aber ich habe doch hier die 38er. Das hier meine ich. Auf Q, ne? Ja. Ja, die 5 hat gefehlt. Oh Gott, ich hasse die Meyer-Lurks. Die sind so behindert. Diese Schnellrennen, du kannst die nicht richtig outrunnen. Weil sie dann auf dich zustürmen. Erst wenn du hier so einen erhöhten Spot hast, kannst du da richtig regeln. Ja, rennt doch nicht davon. Ihr Mirelurks. Ja, auf dem Panzer ist natürlich schwach. Da schießt man nicht drauf. Also da ist er stark und unser Schuss ist schwach. Rennt weg. Ah, jetzt. Komm her. Okay, wann liegst du noch? Chillst du noch? So. Boom. Ja, freut mich, dass es wieder geht. Das war irgendeine widerliche Laune, die CSGO da hatte. Da liegt jemand an einem Haufen Dreck. Guck mal, hat einfach das Wasser angelassen, daher auch die Pfütze. Ja, da kam der raus. Der eine. Mirelurk. Schnell speichern und weiter geht's. Lalalala. Ach so, ja gut, eigentlich würde ich natürlich wie immer gerne wieder das Ding hier absetzen, ablegen. Oh, warte mal, da ist eine Hütte. Weil ich ja nicht so gern. Also jetzt ist es ja voll unnötig, irgendwen da in dem Anzug umzulaufen. Geht es eigentlich auch so? Findet ihr das auch nicht so ultra wichtig, dass ich jetzt grundsätzlich immer in diesem Anzug rumlaufe? Oh. Shroud Patrons und Tatos. Nice. Lecker Schmecker Tatos, du. Oh, die sind so lecker. Gell, Doc Meat. Ah ja, Kevin, nimm mal ein Kochblatt mit. Und da unten? Aha. Noch ein Haus. Wir sind voll weit ab von allem irgendwie. Und hier stehen einfach Häuser rum. Gucken wir mal rein. Ist sogar beleuchtet. Ist der noch alive? Oh Gott. Der Siedler. Hat sich einfach in die Badewanne gelegt und ist verstorben. Daytripper. Drogen. Ja, eine Haarklammerbox. Nice. Kann ich das Licht ausmachen? Nein. Kann ich die Puppe kaputt machen? Nein. Newspaper als Klopapier, ne? Oh, ist es ein Eingang zu irgendwas? Ne, schade. Hier ist Güllewasser. Ist recht hohe Strahlung. Fuiba. Da oben waren wir jetzt ja schon drin. Man kann, ich habe in Erinnerung, dass man auch irgendwie auf diesen Highway oder auf die Highways an sich kann. Also wortwörtlich jetzt hier diese, die, ja. Oh, da unten, da hinten ist ein Zaun. Endet da die Map? Oh, ja, ich glaube, da endet die Map. Ja, da endet wahrscheinlich die Map. Da kommt dann bestimmt... Ja, da kommt eine Nachricht. Da kommt dann sowas wie, du kannst hier nicht lang gehen oder so. Also an den Stellen, wo kein Zaun ist. Naja, ich will mich da jetzt nicht fest... Oh! Ah. An den Stellen, wo kein Zaun ist. Zack. Einfach drumherum geschlappt. Sehr schön. Wobei, nee, eigentlich nicht sehr schön. Ich finde es dann doch deutlich besser, wenn man eine natürliche Barrikade hat und eben nicht diesen Text. Du könntest hier übrigens nicht weitergehen, sorry. Boah! Halt, gerade eben ultra den Durchfallsprung gemacht.
Wir gehen hier hin und zerlegen mal diesen gesamten... Oh Gott! Okay, das sind auf jeden Fall... das ist echt ein starker Gegner. Sag mal... Was?! Scheiße! Woher weiß der denn... Alles klar, woher weiß der, dass ich... Ich bin doch geschlichen extra. Weißt du nicht, sag noch, wir zerficken kurz den Außenposten. Hier oben. Hört ihr, wie ich mich irgendwie an den Kopf tippe? Da oben. Aber jetzt zerficken wir. This is gonna be amazing, ey. This is gonna be amazing. Wir gehen da hoch. Wir haben ja unsere Ultra-Snipe dabei. So. Okay. Man sieht wirklich viel. Alter, ist was gelaufen, oder? Nein. Gehe ich ein bisschen closer. Da haben wir jemanden. Und... Zweifacher Schaden gibt es, wenn wir aus der Sicherheit killen. Oh mein Gott. Scheiße. Wow, fuck me! Okay, ich glaube, wir lassen das erstmal... Hoppala. Wir lassen das erstmal so und gehen hier zurück. So, like a pow. Hallo? Ja? Denn das war jetzt irgendwie nicht so ganz das Wahre, oder? Ah, ist okay. Wir gehen da außen rum. Das ist zu, oder wisst ihr was? Wir porten uns zurück, stellen die Rüstung ab. Dass die auf jeden Fall mal weg ist und nicht die ganze Zeit verbraucht. Oh, wir müssen eh nach Sanctuary. Wenn man den Verschwörungstheorien glauben kann, wurde die Erde bereits mehrmals von Außerirdischen heimgesucht. Ich will auch die Waffe, aber die ist super geil, doch. Die ist total sexy. Die Farbwahl ist jetzt nicht so optimal. Willkommen hier zum neuesten Top 10 Video. ja, legen wir den Scheiß ab. Und wir legen diese riesige Rüstung ab, die wir hier rumschleppen mit uns. So. Bip. Und dann gucken wir mal, was hier für eine Aufgabe auf uns wartet. Beziehungsweise, was für eine Abgabe hier auf uns wartet. Ach ja, stimmt, wir haben mal die Siedler von Tempines Piff beziert. Kümmere dich gut um deine Waffe. Ja. Und sie wird dich nie im Preston, Stich lassen. Preston, hallo. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Gib mir einfach Geld. Übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Je mehr Siedlungen sich uns anschließen, desto nützlicher ist die Pistole. Irgendwann kannst du dann überall Hilfe rufen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Was ist geschehen? Erzähl doch mal. Bist du soweit? Hä, was? Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Quincy-Massaker? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Okay. Ich sehe gerade. Warte mal ganz kurz. So, ich habe das Desktop-Audio verstellt. Vielleicht war das Spiel die ganze Zeit 2 Dezibel leiser als sonst. Weiter geht's. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Nicht aufgeben. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Danke. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Gary. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? I see she. Warum denn nicht? Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord.
Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Ziemliche Beförderung. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Was? Ich gucke einfach unsere so hin. Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Ja, yes. Das freut mich, Brennsten. Das freut mich. Finde ich gut, was du da sagst. Na, Alter, geht's dir auch? Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ja. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Eines, aber natürlich. Ja, sehr, sehr gern. Brauchst du jetzt Frage? Einfach sage, dann mache ich das. So, dann bekommt sie jetzt ihren Ultra... das ist direkt Spezial. Ihr Ultra-Spezial-Stühlchen. Sie darf hier draußen sitzen, oder? So ein bisschen unter freiem Himmel. Hier so. Hier darf sie sitzen. So. Mademoiselle Murph, Shitty. Dein... Wo sind die jetzt? Naja, der wird schon merken, dass er jetzt im Stuhl steht. Das muss ich jetzt nicht, oder? Muss ich jetzt nochmal anbrechen? Wo ist die überhaupt hingelaufen, ne? Ah, bestimmt aufs Feld. Mama Murphy! Doc Meat, mach die Tür zu. Wo sind die jetzt? Ach, da ist sie doch, da ist sie doch, da ist sie doch. Was labert ihr? Hey, Mother! Man braucht kein drittes Auge, um zu sehen, was ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ich verstehe schon. Danke für dein Danke. Bitch! Dann gehen wir mal an diese Stelle, die wir besiedeln sollen. Wenn ich sie finden würde, sehen würde, meine ich. So, und begib dich zum Polizei. Ach ja, genau. Und dann nehme ein. So, wir haben gerade nur 3 Quests. Das ist extrem selten bei einem Spiel wie Fallout, dass man nur so wenig Quests hat. Wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir die Verteilung. Und hier unten ist die Sunshine Tidings Cooperative. Schlappen wir einfach mal hin, oder? Wir gehen hier runter an den... Wir gehen an die Ranger. Warum ist die Ranger-Hütte eigentlich nicht abgeschlossen? Na, wir kommen, wir gehen auf den Schrottplatz, ja. Durch den Skill Lebensspender erhältst du mehr Gesundheitspunkte und kannst deine Gesundheit sogar regenerieren. Was? Regenerieren? Oh. Das wäre, also sowas, in sowas skill ich auch recht gern. Dass ich nicht mein Zeug verbrauchen muss. Also halt, wollen wir schon. Sondern, ja, das Zeug einfach am Start habe. Die Lebenspunkte, beziehungsweise sie von alleine einfach kommen, steigen, mehr werden, besser werden, Schokolatier werden. Langsam. Wie er direkt runtergeht, ja, ist ja schon gut. Wir müssen erstmal die Schlammbohnen pflücken, die sind so kacke lecker. Und dann legen wir los mit unserer Ultrawumme. Hier ist so viel zu erledigen hier drin. Dogmeat, langsam. Jawohl. Leuchtpilze sind wirklich wichtig, weil da kriegen wir, glaube ich, daraus können wir diese Leuchtvisiere machen. Bin ich behindert? Hier waren wir schon. Aber ich bin natürlich nicht behindert, sondern das habe ich halt. Naja. Oh! Ach so. Ne, halt, das sind echte. Das eine ist, da ist auch noch. Okay, warum sind die tot? Uns erwartet hier möglicherweise etwas Krasses. Sicherlich 8 Millionen Meyerlurks. Komm, wir gehen mal auf die Mitte. Wir gehen mal auf die Mitte. Speichern kurz volle Pulle und dann gehen wir mal schön auf die Mitte. Hoppala. Let's go. Aber wir gehen hier lang. Um nicht allzu lange im Wasser sein zu müssen. Oh, plus 4. Rad. Guck dich das hier mal an. Da ist doch... Da kommt doch irgendwas hoch. Der Nebel sieht immer ultra cool aus. Hier dieser Bodennebel. Da. Bestimmt ein Eingang. Hin oder zu irgendwas. Da oben sind Häuser. Abflussrohr, gut. Ganz kurz nach den Häusern schauen. Das merken wir uns schon mal, das Abflussrohr. Das ist offen.
Der ist schon gelootet, Mist. Dog meat, wo? Ja, zeig. Show me the shit. Wie er voll über den Stamm drüber struggelt. Oh, da ist eine Mine. Ja. Ah, vielleicht hat er die gesehen. Kann das sein? Hehehe. This is an ape. What? Ich hab kein Damage gefressen. Aber was war das? Souvenirgeschäft, Keller. Nachricht lesen. Tweets. Wenn du das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Benutze den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du es noch mal vergisst, kacke ich dir ins Gesicht. Okay. Die bekomme ich so nicht auf. Die bekomme ich so nicht auf. Das ist irgendwie schwierig. Ich nehme den Whisky mit. Das ist nicht schlecht. Koffer. Und da ist bestimmt der Schlüssel drin. Auf. Ob jetzt. Schön. Ja, aber fürs Aufmachen bekommt man jetzt dann doch XP, da belag ich gar nicht so falsch. Ich gehe gleich zurück, keine Sorge, ich will nur ganz kurz das hier abchecken. Das ist so ekliger Boden, hier spawnen hundertprozentig gleich irgendwie, also nicht spawnen, aber hier kommen gleich irgendwelche Meyerlurks aus dem Boden raus. I knew it. Because I'm sexy. Crown Kick Pirate. Nice. Ah, das ist einfach geil, das macht einfach so Spaß. Hundefutter in der Dose. Doggy meaty, got some for you, bro. Got some for you. Da hinten liegen noch mehr Bärdewannen rum. Bath tips. Und wer steht da? Bestimmt so ein Feuerbär, ne? Ah ne, nicht die Bären füttern. Bären füttern? Doggy, komm, wir müssen schnell das Abwasserding jetzt, bevor die Bären holen. Die dürfen uns nicht einholen, auf. Da, wo ist der Kevin hin? Kev? Kevy Boy? Die kommen dich holen. Das stört mich ein bisschen. Ich weiß nicht. Mir kommt so vor, als wenn die zu Fuß Leute, die Menschen oder die was auch immer, Roboter, als wenn die besser Schritt halten könnten. Der Kevin ist einfach durchgehend weg, lässt sich jetzt von den Bären kaschen und dann hab ich wieder die Problematik. Und wie ist es eigentlich, wenn so ein Begleiter angefestet wird und man rennt halt einfach weg? Der wird hinter einem ja eigentlich hergeportet. Also so wie jetzt. Ne? Also da sind wir uns doch alle sicherlich einig. Kevin, mach mal kurz langsam. Hör ich da gerade so ein Herz klopfen? Nee. Wo kommen wir denn hier? Der hat also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Wartet kurz. Die anderen Granaten. Granaten sind da, genau da. Hey! Scheiße! Ho. Versteckst dich! Scheiße! Wäre da liegt! Oh Mann, das war nice. Scheiße, aber. Er ist einfach der. Nein. Kevin! Hast du mich gekascht? Nein. Hör auf. Kevin! Gehst du weg jetzt? Oh Gott. So. Verschissen doch mal. Fuckt er mich einfach ab, ey. Steak. Psycho. Schmutziges Wasser. Jet, Benzinkanister, auch nicht schlecht. Ah, komm weiter. Oh, hier geht's weiter. Walter. Das ist doch der Walter Weiß. Weiß. Kevin, machst du mal was? Los. Hey. Auf ihn. So, muss ich ihn echt jedes Mal befehligen? Das darf nicht wahr sein. Verpiss dich. Guck mal, der hält den schon fest. Ich muss das gar nicht skillen. Schlüssel, das ist so weniger Geschäft, sehr schön. Also die Fußbegleiter, die Menschen und so, die schießen zu 100% direkt zurück, wenn irgendwas los ist. Manchmal rennen die hin und fangen schon an zu ballern. Komm, nehmen wir alles mit. War nachher eben 12 Granaten? Nee, nicht 12, vielleicht 2. Ja, und er steht da rum, guckt zu, wie ich beschossen werde. Ich weiß es nicht. Big Jim? Na also. I got a Big Jim. Oh, Wohnkockenmine. All Klee. Nach Euklid. Ist das korrekt? Tja, dann kommen wir hier jetzt bestimmt direkt da oben raus. Schraubenschlüssel nehmen wir mit.
Ja, kommen wir hier raus. Gut. Somit ist dieses Gelände sicherlich jetzt auch abgeschlossen auf der Karte. Und wisst ihr was? Das passt ja gerade mal. 30 Minuten. Ich fass es nicht. Aber ich will erst noch kurz gucken, ob es abgeschlossen ist, bevor ich jetzt hier schließe diese Aufnahme. Es freut mich sehr, dass es weitergeht, weil ihr wisst ja, Fallout macht mir echt Bock. Dieses Projekt macht mir, also die, keine Sorge, die anderen Projekte sind natürlich auch nice. So ist es nicht, aber das hier ist halt echt die pure Entspannung, weil ich auch einfach weiß, ich nehme es auf, drücke gleich auf Aufnahme Stopp und dann lade ich es hoch. Das war's. Ich muss nicht noch 2 Stunden lang schneiden, Musik raussuchen und so weiter. Es ist einfach fertig. Es ist wirklich... Ja, das ist sehr nice. Ich weiß nicht, ob man das so richtig nachvollziehen kann, wenn man jetzt nicht gerade das auch jeden Tag macht, aber da ich halt dann doch jeden Tag darum vorwerke, Videos und hin und her, ist es eine unnormal geile Abwechslung. Ja, okay, das war's dann soweit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.